Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir von Ödfels geflüchtet und in der heutigen Folge, ja, müssen wir den Rest warnen. Es wird wohl ein etwas holpriger Weg nach Davons Wacht. Wie beginnen wir? Geht zum Wachturm, gleich hinter dem Dorf Dalmora. Sagt den Soldaten, sie sollen die Signalfeuer entlang der Küste entzünden. Die Feuer werden Davons Wacht vor dem aufziehenden Krieg warnen. Wo geht ihr hin? Ich versammle die Bewohner hier und in Dalmora. Wer bereit für einen Kampf ist, kommt mit. Wer nicht kämpfen kann, wird von Darch in Sicherheit gebracht werden. Jetzt beeilt euch. Das Schicksal von Davons Wacht hängt von euch ab. Ich bin auf dem Weg. Begebt euch so bald wie möglich zum Wachturm. Wir haben einfach keine Zeit. Wo sind wir überhaupt? Wir sind südöstlich von Ödfels. Eine Küstenregion in Morrowind, Balfourien genannt. Hinter uns befindet sich die Innere See und dahinter die Insel Vardenfell. Was ist Davons Wacht? Es ist der größte Hafen in Steinfelle und gleichzeitig eine der größten Städte. Der meiste Handel über die Innere See wird irgendwann hier abgewickelt. Es wird der erste Ort sein, an dem das Bündnis zuschlagen wird. Ich weiß es einfach. Was für eine Art von Dorf ist Dalmora? Es ist ein argonisches Dorf voller Kanäle, Schlammhäuser und Moskitos. Balfourien war ein Sumpf, bevor die Fürstenhäuser es ihren einstigen Sklaven schenkten. Glaubt es oder nicht, die Feste Zehren war einst ein Umschlagpunkt für Sklaven aus Schwarzmarsch. Okay. Wir müssen raus und rechts rum. Dann machen wir das doch. Aber wir holen uns noch mal eben kurz die... Ist das auf der Seite? Ich mache das noch mal an, sonst laufe ich hier immer gegen die Leute. Die Himmelsscherbe. So. So, das heißt... Jetzt muss ich mal gucken. Da können wir dann auch rechts rum. So. Übrigens auch ein schöner Ort, um ein bisschen farmen zu gehen. Das wissen natürlich leider auch sehr viele andere Leute. Ist das jetzt oben oder ist das jetzt... Ach so, da oben. Nee. Da oben drin, oder? Wenn ich das jetzt hier richtig sehe und verstehe. Hier. Da rein. Okay. Okay, okay. So. Da wir hier noch was mitnehmen können, nehmen wir das natürlich auch mit. Hauptbuch des Wachturms. Können wir das? Ja, können wir. Traut nie jemandem, der den Wert des Lesens nicht erkennt. Ne? Diese Truhe ist leer. Alle Vorräte des Wachturms sind fort. Hauptmann Duren, da gibt's auch noch mal für den Pakt, für den Ruhm. Oh je. Achso, hier ist zu. Das heißt, ich muss jetzt weiter in die Festung reisen. Besorgt das Zunderpulver in der Festung. Okay. Ich glaube, das ist jetzt so der kürzeste Weg dahin. Müssen wir hier, glaube ich, wieder raus, ne? Ja, das sieht gut aus. Auf der großen Karte kann ich mich super orientieren. Nur das Durchlaufen ist immer so eine Sache. So, hier sind wir richtig. Noch ist alles ruhig. Und bevor wir jetzt hier mit dem Questgeber weitersprechen, gehe ich jetzt nochmal eben, ich glaube, hier hoch. Genau.
Dann kann ich mir nämlich nochmal eben den Wegschrein freischalten und den, die Scherbe sammeln. Wieso vergesse ich das Wort Scherbe ständig? Also Himmelsscherbe. So, ich bin gerade am Überlegen. Vorne? Ach so, das ist die... Ja, ja, das ist gar nicht hier in dem Gebiet. Okay. So, mit wem muss ich sprechen? Mit dir, oder? Ja, das sieht gut aus. Ihr braucht eine Klinge? Ich hoffe nicht, denn ich kann keine entbehren. Der Wachturm von Dalmora wurde überfallen. Ich brauche Zunderpech, um die Feuer zu entzünden. Unser Lager ist leer. Ich fürchte, es war ein kleiner Unfall im Lagerraum mit einer Laterne. Plötzlich war kein Zunderpech mehr da. Wo kann ich mehr finden? Schaut euch in der Werft um. Linem hat gerade erst eine frische Lieferung entladen. Warnt sie vor dem Angriff, wenn ihr sie seht. Sie ist so eine zarte Echse. Ich möchte nicht, dass ihr etwas zustößt. Das werde ich, Quartiermeisterin. Ich danke euch. Wer bist du denn hier die ganze Zeit so am Rumbellen? Hä? Du spürst das, was in der Luft liegt. So, dann machen wir uns auf zur letzten Scherbe, wenn ich das richtig sehe. Weil das ist ja die Werft da unten, ne? Genau. Das ist doch praktisch. So, da wollte ich nicht hin. Weil da kommen wir nämlich komplett aus dem Gebiet wieder raus. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, wo wir hin sollten. Sondern wir sollten unten Richtung Werft reiten. Hier ist übrigens auch immer eine sehr schöne Strecke, wo man rechts und links sehr viel findet. Normalerweise. In erster Linie übrigens Kräuter und so. So. Das kannst du haben. Das ist mir egal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie komme ich denn da? Komme ich rauf? Müssen wir nämlich als erstes mal eben hin. Und sie müsste geradeaus irgendwo stehen, ne? Ich bin beschäftigt, sehr beschäftigt. Ja, ist doch okay. Warum erzählst du das hier jedem? Da ist sie. Hallöchen. Ihr sucht nach Rationen? Folgt weiter dem Fluss, meine Freundin. Alles hier wurde schon zugeteilt. Das Bündnis hat angegriffen. Ich benötige Zunderpech, um die Signalfeuer zu entzünden. Plünderer? In Balfoyen? Nehmt das Zunderpech und warnt die Wacht. Ihr seid von der Sonne gesegnet, mir davon zu berichten. Habt ihr schon mit Urona in der Feste gesprochen? Sie hat mich zu euch geschickt. Xut, sie ist gerissen. Nun gut, betrachtet die Docks als alarmiert. Falls ihr die Feuer entzünden wollt, so kann ich euch helfen, dorthin zu gelangen. Folgt mir, Sonne auf meinen Schuppen. In Ordnung. Wir gehen jetzt in einen Geheimgang. Eigentlich okay. Ist es ja ein Lagertunnel. Aber heute ist er ein Geheimnis gegenüber dem Bündnis. Geheimgänge sind immer gut. Oh, der ist aber weit weg. Oder? Ich glaube, das ist unser Ziel. Rührt euch! Immer diese Umwege. Nimm dann das Wolfsauge noch mal kurz mit, ja? Ja. Sie möchte dazu nichts mehr sagen, dann gehen wir einfach mal durch. Okay. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was hier eventuell geschmuggelt wurde. Weil, ne, von wegen Geheimtunnel, ich denke mal, das hat dann auch irgendwie mit Schmuggel zu tun. So, entzündet das Feuer. Ich denke mal, wir müssen an dem jetzt hier vorbei. Ja, müssen nicht unbedingt, aber wir gehen daran vorbei. Achso, da. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Hallöchen. Wir müssen mal eben das Feuer entzünden. Habt ihr sicher nichts gegen, ne? Huch, fällt keinem auf. Eigentlich müssten jetzt hier wie die Karnickel in der Gegend herumlaufen. Wäre nur ganz schön, wenn du hier auch mal drauf gehen würdest.
und sagen, hier ist Feuer entzündet worden. Warnt die anderen oder sowas. Aber nee, fällt keinem auf. Feuer brennt, alles ist gut. Was bist du mich jetzt hier gerade am Nerven? So, wir müssen wieder zurück. Wohin denn zurück? Moment. Zum kleinen Örtchen hier. Das heißt... Eigentlich darum. Darum können wir aber gerade nicht. Also springen wir einfach mal hier runter. So. Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Du bist eine neue Quest. Beeilung, meine Freundin. Balfoyen wird angegriffen. Kühne sei Dank. Ihr seid zurück. Ach. Alle. Sie sind alle gegangen. Meine Familie ist gegangen. Die kennen wir doch. Wohin sind sie alle, Aera? Sie sind in den Krieg gezogen. Und sie sind zahlenmäßig unterlegen. Ich fürchte, dass alle, die wir kennen, noch vor Ende des Tages tot sein werden. Und aus Dank gibt sie mir eine einhändige Axt von Rüstung des Auszubildenden. Verdammt sei das Bündnis. Meine Familie war glücklich. Gut, vielleicht nicht glücklich, aber sie war zufrieden. Aera, sag mir, was ist geschehen? Das Bündnis hat in voller Stärke angegriffen, als sie die Signalfeuer erblickten. Selbst jetzt marschieren sie auf die feste Zehren zu. Darch hat einige der Dorfbewohner dorthin gebracht, einschließlich meiner Jungs. Soll ich zur Feste gehen? Wartet. Hauptmann Rane hat erfahren, dass weitere Truppen auf dem Weg zu den Docks in Balfoyen sind. Sie führt eine Gruppe von Kriegern an, die den Angriff abwehren soll. Aber ohne weitere Hilfe, ich fürchte, ihr müsst euch entscheiden. Ich verstehe. Ich muss mich zwischen der Feste und den Docks entscheiden. Ich weiß, es ist eine schwere Entscheidung. Aber ihr müsst zur Feste oder an die Docks gehen. Helft, wo ihr denkt, dass eure Stärke am dringendsten gebraucht wird. Ich hasse euch. Aera, könnt ihr mir bei meiner Entscheidung helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich das. Was wollt ihr wissen? Würden die Mauern der Feste den Flüchtlingen keinen Schutz gewähren? Das möchte ich glauben, wirklich. Aber die Bretonen sind für ihre Magie bekannt. Wenn sie die Mauern irgendwie durchqueren oder überwinden können... Wie sieht es mit eurer Familie aus? Ich vertraue euch. Ihr habt uns schon einmal gerettet. Wenn ihr Rana zur Hilfe eilt, dann weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich weiß, dass Darch den Tag retten wird. Kann Rana die Docks nicht auch ohne mich verteidigen? Hauptmann Rana versteht ihr Handwerk. Und sie hat fähige Seelen um sich, darunter auch meine Tochter. Aber die Docks haben keine Mauern, keine defensiven Stellungen. Ihr habt eure Tochter mit Rana gehen lassen? Das habe ich. Trünhild ist stolz und stur, wie ihre Mutter es einst war. Grinst mich nicht so an, ich hasse Entscheidungen. Also im Spiel hier auf jeden Fall. Warum hat das Bündnis Dalmora nicht angegriffen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sehen ihre Generäle ein aus Schlamm erbautes Dorf nicht als Bedrohung an. Ich wünschte, sie hätten das Gleiche über Ödfels gedacht. Ja. Beim Blümchenpflücken kann man sich vielleicht am besten sammeln. Oh, das ist doch gemein. Entweder gehen wir zu den Docks oder in die Festung. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe immer den Leuten, also sprich Rana, an den Docks geholfen. Weil das eigentlich die logische Konsequenz war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die Festung überrannt worden ist. Ich werde aber aus meinem Gefühl heraus trotzdem wieder zu den Docks gehen. Ich sage, ich hasse Entscheidungen in diesem Spiel. Bin ich jetzt hier... Ah ja, okay. Kannst du mir weiterhelfen? Das Bündnis ist über die Docks hergefallen. Wir haben versucht, uns zu ergeben. Aber sie wollten keine Gefangenen. Viele von uns wurden aufgeschlitzt und ins Wasser geworfen.
Gibt es Überlebende? Ein paar. Wir sind verstreut. Einige haben sich im Inneren verbarrikadiert. Aber die Dolche haben einfach alles angezündet. Ohne diese verrückte Dunkelelfin wäre ich Futter für die Fische. Ihr könnt jetzt nicht nach ihr suchen. Fische aus den Docks sind in der Windmühle gefangen. Rettet sie, bevor sie verbrennen. Ich hole sie da raus. Wenn ich denn weiß, wo sie ist. Irgendwo in der Richtung auf jeden Fall. Ach so, hier oben. Okay. Ich rette euch. Ich rette euch nicht, weil ich das nicht öffnen kann. Wieso kann ich es nicht öffnen? Hallo? Gibt es hier irgendeinen Hintereingang oder so? Leute? Oder muss ich das Ding kaputt machen? Das kann natürlich auch sein. Ach! Ist nicht euer Ernst jetzt? Wenn man davor steht, kann man es nicht machen? Weltwebel, Zane. Ihr müsst Zane helfen. Ja. Geht zu den Docks. Zane wird allein nicht lange durchhalten. Okay. Ich eile, ich fliege. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir einfach aus dem Weg. So. Ich muss irgendwo hier vorne helfen. Ich habe keine Zeit für euch anderen gerade. Helft mir, diese Dolche abzuwehren, während die Fischer fliehen. Ich hab sie. Achso. Mir geht es gut. Findet Trünhild und Rana. Sie sind auf der anderen Seite der Docks. Die wollen nicht angeschossen werden. Andere Seite, also auf der Seite. Clever, ne? Da drin. Ich fiel neben Hauptmann Rana. Sie verbarg mich hier und rannte dann auf das Schiff. Sie ist hinter dem Kommandanten des Bündnisses her. Er ist für Ödfels verantwortlich. Ich werde ihr helfen. Wir haben nur noch genug Zeit, dass wir mal eben... Oh ne, okay, das ist gestohlen, dann vielleicht nicht unbedingt. Na gut, dann müssen wir hier rum. Ich habe keine Zeit für euch. Hauptmann Rana. Och, geht mir nicht auf den Sack hier. Zündet es an! Hau endlich ab. Ich muss mit der reden. Der Kommandant dieses Schiffes ist derjenige, der das Massaker auf Ödfels anordnete. Dieses Schiff wird sein Grab werden. Wo ist er? Unter Deck. Folgt mir. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Da. König Kasimir ist stolz. Aha. Ist alles zum Stehlen. Das ist doch Mist. Hier ist er nicht. Hier ist er. Aufteilen! Verbrennt es! Das war der Hauptmann. Sprecht mit dem Centurio. Der ist draußen. So, aber wo? Irgendwo in der Richtung. Auf dem anderen Schiff, ne? Ach, hier ist wieder alles friedlich, sehe ich gerade. Sehr schön. Ne, doch nicht hier unten. Weitere Ablenkungen. Entschuldigung. Hi. Ich weiß, wir haben es euch zu verdanken, dass das Bündnis aus den Docks vertrieben wurde. Der Pakt schuldet euch etwas. Haben wir es geschafft? Es ist wie die Sonne auf euren Schuppen, nicht wahr? Wir haben diese Docks fast verloren. Alle hier wären ohne euer Eingreifen gestorben. Ich danke euch. Leben zu retten ist nie ein kleiner Sieg. Und wir haben ein zweihändiges Schwert von der Rüstung des Auszubildenden erhalten. Geht nach Davons Wacht und sprecht mit Holgun. Stellt sicher, dass sie bezüglich des Bündnisses gewarnt sind.
Ich werde mit Holgun sprechen. So, bei euch kann ich wahrscheinlich auch nur klauen, aber nee, da können wir nichts holen. Oh, ich freue mich schon so sehr auf das Schiff, was rauskommt. Moment, der zeigt mir jetzt hier aber ein ganz anderes Ziel an. Davons Wacht, genau. Ja, dann würde ich sagen, ich reise jetzt mal eben kurz dahin und wir sehen uns dann gleich dort wieder. Ich hatte leider keines. Nach 3 Monaten Ausbildung konnte ich kaum eine Kerze anzünden. Es hätte euch nicht gefallen. Die Magiergilde besteht nur aus Staub und Regeln. Zu Holgun. Kommt ihr aus Balforien? Bringt ihr Neuigkeiten? Wir haben den Angriff des Bündnisses dort zurückgeschlagen. Haben die Signalfeuer funktioniert? Ja, Soldat. Ich danke euch. Wir werden dem Bündnis einen guten Kampf liefern. Ohne eure Warnung wäre Davons Wacht in ihren Händen. Fühlt sich gut an, eine Stadt zu retten, oder? Davons Wacht wird vom Bündnis angegriffen. Diese Teufel haben den nördlichen Bezirk bombardiert. Jetzt sind sie an Land und bereiten sich auf den Angriff vor. Ich brauche jede starke Hand für die bevorstehende Schlacht. Ja. Wir brauchen einen Vorteil in diesem Kampf. Das ist mir schon klar und da werden wir auf jeden Fall auch dabei sein. Aber wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest, beziehungsweise den Teil, den wir jetzt hier in Steinfälle begonnen haben, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.